Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Stars One. Ja, es wird hier hell. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe nicht, dass wir hier noch einen Außerirdischen in der Nähe haben. Rennen mal ein bisschen weg. Nein, ich sehe keinen. Und wir müssen mal sehen. Wir sind echt ganz schön angeschlagen, Leute. Ich hoffe, dass ihr irgendwas helfen tut. Mist. Na gut, dann machen wir was anders. So, wir müssen echt sehen, dass wir wieder. Ah, jetzt steigt es. Gut. Also, wir brauchen Wasser ohne Ende. Wasser ohne Ende brauchen wir. Das müssen wir jetzt auch machen. Wir müssen hier echt sehen, dass wir hier vor zurande kommen. Weil die Außerirdischen werden wiederkommen. Hundertprozentig, Leute. Wir werden jetzt hier mal die Luke schließen. Danke übrigens für die ganz, ganz vielen Tipps mal wieder. Hat mich echt weitergebracht. Das mit dem Bett stimmt. Ich habe den Schlafsack, die Matratze nicht gesehen, immer. Weil wir können die auch gar nicht herstellen. Ich weiß im Moment nicht, wie ich die Wolle herkriege oder woher ich die kriege. Weil hier sind ja keine Viecher und die Außerirdischen kann ich ja nicht umhauen so. Deswegen müssen wir echt mal gucken, was da abgeht. Und wie wir irgendwie Wolle herkriegen. Hat irgendeiner von euch einen Tipp für mich? Also, weil daraus muss ich wohl Fäden machen, muss die Füllung machen für die Matratze. Ist irgendwie ganz komisch. Und ich weiß noch nicht wie. Also müssen wir mal rausfinden, wie. Oder wir müssen hier Viecher finden, wo Wolle gibt. Dann ist wieder eine außerirdische Bagage. Auf die habe ich ja nun ehrlich gesagt gar keinen Bock. Die hauen ganz schön rein, die Monsterviecher. Leider Gottes hat der uns auch schon gesehen. Aber ich will hier noch plündern. Wollen wir uns mit dem Fuzzi anlegen? Könnten wir eigentlich mal machen. Oh, Volltreffer. Ich kann hier noch nicht verlegen, oder? Oh Mann. Fuck, ey. Da dreht man sich einmal um und dann ist er schon da. Boah, was war das denn für eine Verarschung, Leute? Krass, bin umzingelt. Alter, habt ihr den Arsch offen? Bist du. Wie geht. Alter. Wollen die mich rollen? Ist hier ein Nest? Haben die eine Macke? Da habe ich mich gerade erschrocken. Noch schlimmer als das letzte Mal. Wie gut, dass ihr nicht gesehen habt. Oh, was haben wir denn hier? Kann man das. Ja. Wolle, 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 Wolle. Wir haben Wolle gefunden. Kaum rede ich davon, finde ich Wolle. Seltsam. Oh, fünf so eine Drecksviecher, ey. Schade, dass die kein Loot dabei haben. Irgendwie Laserpistolen. Also. Aber ich wäre besser so. Ich spinne, ey. Warten die schon auf mich, wenn ich respawne, ey. Unglaublich, Leute. So, wir haben Wolle gefunden, Leute. Wir können Schlafsack machen. Ich hoffe, ich kann jetzt immer pennen eine Runde. Noch so ein Fuzzi, ey. Sag mal, ist hier ein Nest? Aber Wolle scheint sehr selten zu sein, ja? Den Eindruck habe ich jedenfalls. Weil ich finde keine Wolle mehr. Ja, wir laufen immer weiter. Kein Bock auf die irdischen, ja, außerirdischen. Auf die Mini-ETs. So, ja. Wie gesagt, wir haben zuerst auf den Sack gekriegt. Aber wir haben uns erfolgreich gerächt. Die legen sich nicht nochmal mit dem Berliner an. Wolle, ich will Wolle. Wo ist Wolle? Wir kommen bestimmt gleich wieder auf den Außerirdischen. Ich sehe es schon kommen. Die sind echt schlimm, die Viecher. Oh, da ist schon wieder einer. Wollen wir ihn umlegen? Wir legen ihn um. Ich meine jetzt einen Außerirdischen Jäger. Haha, hat einen schlechten Sprung nach vorne gemacht. Aber wir kriegen trotzdem was ab, wenn wir hinter ihm stehen. Das ist ja nun ein bisschen albern, oder Leute?
Wie seht ihr das? Ja, jedenfalls, ja, finde ich toll, dass übrigens so viele das Spiel gut finden. Macht auch echt Fun im Moment, auch wenn noch nicht so viel los ist. Aber ihr seht ja selber auch eure Beteiligung betreffs Tipps, ey, da bin ich, wie gesagt, kann ich nur wieder immer wiederholen. Bin ich echt froh, dass manche Leute von euch so reinschreiben und mir sagen, was man machen sollte. Weil teilweise, gut, es ist sinnvoll, ist teilweise, ah, da ist unser Haus. Ist unser Haus, meine ich. Finde ich fast cool. Und dafür echt ein dickes Dankeschön. Von mir auch für euch alle einen Daumen hoch. Weil es ist echt genial. Und wie gesagt, ich habe die Matratze laufend übersehen. Sonst hätte ich mich irgendwie schlau gemacht, wie die geht. Oh, da ist nochmal Baumwolle. Sehr gut. Oder Wolle. Dann können wir nämlich gleich ein Bett bauen. Mal sehen, ob wir dann schnarchen können. Wäre schön. Da könnten, weil nachts sieht man ja auch nicht. Da muss man schlafen. Weil, wie gesagt, da siehst du ja, wenn du was machen tust, überhaupt nichts. Das ist schon heftig, also. Das ist dunkler als im Bärenarsch, wie ich immer sage. Ja, wie gesagt, und ja, allgemein, es wird noch die Tage ein paar andere Spiele geben. Ich versuche es jedenfalls. Wie gesagt, zeitlich im Moment sehr knapp. Ich bin froh, wenn ich zwei Videos schaffe. Jetzt Wochenende muss ich nur samstags arbeiten. Deswegen kann ich samstags einen halben Tag oder fast einen ganzen Tag aufnehmen. Und Sonntag vor allem. Da werde ich dann ein paar Sachen aufnehmen. Werd auch noch am Montag wird eine weitere Folge mal rinkicken kommen, wo ich ein neues Spiel präsentiere. Ja, könnt ihr euch ja mal reinziehen. Vielleicht gefällt es euch. War es immer interessant, mal andere Spiele zu sehen. Ich habe da ein bisschen Kacke hier gebaut. War leider ein bisschen vollgepackt. Wir fahren jetzt mal hier schnell ab. Verarbeiten wir den Scheiß gleich. Obwohl, wird der schlecht. Oh, das war nicht klug, wie ich es gebaut habe. Tür auf. Hätte ich gesagt, der Außerirdische ist hier drin. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt wird spannend. Jetzt wird sehr spannend. Jetzt wird sehr spannend. Wo bist du? Wo bist du? Hä, bist du doof? Achso, ich habe WO an. So, dann schauen wir mal. Wo ist die Matratze? Erstmal brauchen wir. Und die Truhe werden wir jetzt erstmal provisorisch. Oh, die ist ja groß. Achso, das soll vorne heizen, war bestimmt. Also ja, vorne und hinten ist scheißegal. So, dann können wir nämlich die Erze reinpacken. Und wenn man überlegt, wie klein diese Tasche, die Kiste ist, was da enorm mäßig reinpasst, so platzmäßig, würde ich sagen, Harry Potter war zu Besuch. Weil das ja nun extrem viel, was da reinpasst. Steine haben wir jetzt auch noch genug. Barren haben wir auch noch genug. Obwohl, die Barren könnten wir doch nicht noch gebrauchen. Gehen wir jetzt rüber. Hi, Außerlöscher. Tja, kommen die schon zu mir nach Hause. Ich glaube, ich spinne. So, und jetzt werden wir uns eine Matratze bauen. Wo war die Matratze? Ach nee, jetzt brauchen wir erstmal das hier. Davon brauchen wir eins. Macht er aber nicht. Wieso macht das nicht? Achso, wir müssen erst die Wolle herstellen. Aber Wolle haben wir doch, oder? Hat der die Wolle nicht aufgehoben, weil die meine Taschen voll waren? Und dann raste ich ja aus, ey. So eine Kacke. Nein, ich werde ja irre. Ach, mein Fehler, Leute. Mein Fehler. Mein verfluchter, dummer Fehler. So ein Mist aber auch, ey. Steel Power. Powder. So rum. Ja, Mattress, da ist er. Und wieso kann ich die nicht machen? Ich habe keine Wolle. Nein. Scheiße. Er hat die Wolle nicht aufhören, weil meine scheiß Taschen voll waren. Ich könnte kotzen. Ja, kann ich euch doch nicht zeigen. Aber wir haben die Wolle gefunden. Wir wissen jetzt, wo wir sie finden. Nur weil ich abgegümmelt habe. Ach man, ist so ärgerlich, ey. Ach, so ein Mist aber auch, ey. Ärgert mich wirklich, Leute. Das ärgert mich richtig. Willst du hier? Komm rin, fühl dich wie zu Hause. Stirb, du Sau. Ach man, ist doch Mist, ey. Ja. Ja, das war mein Fehler, Leute.
Aber er hat doch die ganze Zeit dafür gesagt, dass er einsammelt. Ach so, eine Schiete. Gerade das Schotten. Hab ich mich gerade erschrocken, Leute. Eigentlich habe ich keine Cam an. Muss ich auch noch irgendwann reaktivieren, die Cam. Habe ich ja noch nie angeschlossen. Das ist doch besser so, glaube ich, so langsam. Ihr würdet euch nur bepissen vor Lachen. Jo. So, nun wird es wieder hell. Ich habe doch keine Unterbrechung gemacht. Nachdem ich ja den riesen Fail gemacht habe und die Baumwolle nirgendwo mitgenommen habe, machen wir uns gleich früh am Morgen auf den Weg. Ich will das unbedingt noch machen heute. Und wir suchen Wolle. Nennen sich das auch noch ein paar Gegner erfinden, die uns ans Leder wollen. So, es ist noch sehr dunkel, wie ihr seht, oder es wird gerade erst hell. Jetzt wird so langsam was. Wir suchen Wolle. Wir brauchen jede Menge Wolle. Wir wollen ja unser Bett bauen, weil ich will jetzt endlich gucken, ob es wirklich so geht, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder wie der, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, ich habe jetzt vergessen nachzugucken, wie sein Name war. Meinte ja, vermutlich braucht man dann diese Wolle fürs Bett. Da haben wir schon wieder einen Außerirdischen. Den hauen wir jetzt auf die Maul. Ist vielleicht nicht so ratsam. Ah, naja, machen wir es einfach mal. Jo, wir haben es gepackt. Gleich mal umdrehen, ob hier noch mehr sind. Ne, hier sind keine. Wir nehmen jetzt erstmal das Trinken. Wir brauchen unbedingt Trinken, Leute. Wolle, wo bist du? Vorhin habe ich so viel Wolle gefunden. Ich könnte mir ehrlich gesagt immer noch einen Arsch speisen, dass ich da nicht aufgepasst habe. Aber dafür haben wir Orangen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das einfach dahin geklatscht in unseren Samen. Und das war ein großer Fehler. War einfach zu blöde gemacht. Ich hoffe, ich kann die Bäume noch irgendwie umstellen, aber ich vermute mal, es wird nicht möglich sein. Wolle, Wolle, Wolle. Weg von meiner Wolle ist meine Wolle. Oh, Volltreffer. Ich könnte mich ärgern, dass wir den Fehler gemacht haben und die Bäume echt doof bei uns gestellt haben. Wir hätten immer größeren Abstand machen müssen. Ich baue das alles nochmal neu. Jutes Haus kommt ja eh weg. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir es angreifen. Jetzt haben wir genug Nahrung und können genug machen. Wenn wir dann noch das Bett dazu kriegen, ist natürlich perfekt. Weil dann können wir nachts schlafen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Aber das werde ich dann nachher gleich noch beweisen, hoffe ich. Auch wenn das Video dann einen Ticken länger geht als sonst. Was ich schade finde, ist, ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Das hier, wie gesagt, hatte auch der jemand bei YouTube geschrieben, die Jagd mit rein sollte, weil die ist bestimmt cool. Aber im Moment ist es ja noch nicht mit drin. Ich hoffe, dass das noch kommt. Ich habe mir schon überlegt gehabt, den Programmierer selber anzuschreiben. Werde ich auch noch machen. Dann könnte ich euch die Info weitergeben, was noch kommt als nächstes. Vielleicht kriegt ihr ein paar Infos. Schreibt mir nochmal in die Kommentare rein, wenn ihr wollt, was euch an diesem Spiel interessieren soll, würde, ob was noch reinkommt oder was ihr euch wünschen würdet. Ich kann ja ganz frech mal den Programmierer fragen. Dann, und ihr könnt mir sagen, was ihr gerne in dem Spiel haben würdet oder was ihr erwarten würdet. Weil ist ja bestimmt interessant für euch zu wissen, was noch kommen soll oder vielleicht auch mal, dass man auf eure Wünsche eingeht oder vielleicht soll die gleichen Vorstellungen hat wie ihr. Also mich würde es interessieren, ich werde da auf jeden Fall ein, zwei Fragen noch stellen. Die Schnellbutton-Taste hat sich ja erledigt, dafür hat man ja die Steuerung-Taste. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Gut, nicht alles auf einmal, muss es extra anklicken, aber ehrlich gesagt, damit kann ich leben. Ich werde auf jeden Fall für mich und für den anderen YouTuber fragen, ob hier noch die Tierjagd reinkommt, dass irgendwelche Viecher hier auftauchen. Und ob irgendwann die Insel verlassen werden kann, weil das würde mich auch stark interessieren. Und wie man verlassen kann, ob man da fliegen kann oder sich einen Raumschiff basteln kann auf Dauer. Mal gucken. Wie gesagt, aber wenn ihr dazu Fragen habt,
Knüppelt die mir mal in die Kommentare mit rein. Würde mich interessieren. Ich werde es auf jeden Fall dem Publisher die Fragen stellen. Ich denke mal, es wird euch ja auch interessieren. Vor allem, wenn ihr vorhabt, euch das Spiel zu kaufen oder euch das selber schon gekauft habt. Bin auch schon interessiert. Also, wie gesagt, ich bin auf eure Fragen gespannt oder was ihr da wissen wollt. Haut's einfach in die Kommentare. Die Außerirdischen sind hartnäckig, die laufen uns immer noch hinterher. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Wir werden weiterhin schön Essen sammeln, jetzt haben wir ja kein Problem damit. Umso mehr Essen wir haben, umso besser können wir arbeiten. Ehrlich gesagt bin ich schon sehr gespannt. Ich will gerne in der nächsten Folge das Haus komplett umkrempeln. Und mal gucken. Jedenfalls viel größere Räume bauen, ein bisschen größer bauen alles. Oh, da ist Wolle. Ein bisschen alles größer bauen und die Berufssachen mal ein bisschen hinstellen besser. Also wie ich es jetzt hingestellt habe, ist einfach nur dahin geknüppelt und das war's. Gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da sind wir genau auf der anderen Seite. Da dann flipp ich ja aus, ey. Nee, da ist es, wusste ich's doch. Ich wusste es doch. Sieht da, da haben wir nämlich Scheiße gebaut. Das sieht aus wie sonst was. Aber nicht wie ein schöner Garten. So. Bin schon ehrlich gesagt wirklich gespannt, was jetzt hier passiert. Einmal. Hat er nicht gecraftet? Wieso nicht? Oh, da haben wir Sachen. Sehr geil, sehr geil. Sehr cool, Leute. Wieso können wir nicht craften? Ich werde ja irre. Wieso nicht? Wir haben doch Wolle. Boah, ich werde ja irre. Wieso können wir das denn jetzt nicht craften? So, wir brauchen dafür die. So, die Rollen, die waren hier irgendwo, ne? Da sind sie. Garn. Ah, so kann man sie. Okay, jetzt gehen wir hoch. Und craften uns. Ich gehe schon jetzt so weit oben, oder? Da ist es. Einmal davon. Ich glaube, ich brauchte nur eins, ne? Da ist die Matratze. 15 brauche ich hiervon. Habe ich. Und hiervon 4, okay. Wie heißen die? Fabric. Da haben wir die Fabric. 1, 2, 3. Haben wir ein. Ach, scheiße. Hier ist der Zwett. So, einmal. So, jetzt machen wir da rein. Das machen wir jetzt weg. Und wieder rein. Geht wahrscheinlich auch einfacher, aber ich mache das jetzt erstmal so. Da ist, da ist die Matratze. 15. Ach, davon brauche ich. Oh. Scheiße. So ein Mist aber auch. Okay, dafür brauche ich also die Dinger. Also wie... Wir haben ja vermutet, dass dann die Pflanzen schneller wachsen, aber dem ist nicht so. Gut, Leute. Wir müssen noch abwarten. Tut mir echt leid. Ich hätte euch gerne noch gezeigt, wie das funktioniert mit dem Pennen. Das müssen wir dann doch verschieben auf nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid nächstes Mal dabei, wenn das heißt, der Berliner zockt wieder sein Star Swan. Und lasst mir heute mal einen Kommentar rein oder einen Daumen oder vielleicht haut da ja so ein Abo rein, wie ihr möchtet. Überlasse ich euch. Aber ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und somit tschö mit euch, euer Berliner. Ciao, ciao.